Also man kann auch einiges aus den Folgen mitnehmen. Ja, sehr viele langatmige Projekte. Es ist nicht schlau, das zu sagen, weil. Aber ich bin im Zyklus 1200. Und ja, vieles ist nur behelfsmäßig irgendwie gelöst worden hier. Oh Gott. Bei manchen Sachen habe ich mich angestellt. Bei dem hier zum Beispiel, ich hasse den Kaltdampflot. Ah, es ist passiert. Ich habe es leider verpasst. Aber wir haben jetzt endlich mal, wenn nicht fast gar nicht, unbedingt viel mehr Platz. Ja. Das einzige Projekt, was mir wirklich gut gelungen ist, ist dieser Speicher. Ich liebe diesen Speicher. Ach ja. Das Solarprojekt war eine Katastrophe. Sie ist auch nur behelfsmäßig. Zum Glück habe ich den Kühler nicht weggemacht. Ja, es gibt einige Sachen, ja. Und immer wurde ich von irgendwas unterbrochen. Weil irgendwie die Nahrung vielleicht zu knapp war oder der Strom ging aus oder die Hitze kam wieder oder der Hauptkühler ist ausgefallen und dann habe ich ihn repariert und dann habe ich wieder bemerkt, dass der Hauptkühler wieder kaputt war. Oh Gott, der Hauptkühler. Das ist übrigens. Wo ist der Kühler? Da. Dieser brave Kühler hier sorgt dafür, dass meine gesamte Basis nicht überhitzt. Das schafft nur der einzige Kühler hier. Der setzt sich zur Wehr gegen die Hitze hier, der Kälte dort oben, der Hitze von der Schmiede. Obwohl, da hilft es in der ein bisschen aus. Und der Hitze von dem Eisenvulkan. Hitze von hier unten. Der ist echt tapfer, dieser Kühler. Deswegen war es immer so eine Katastrophe, wenn er ausgefallen ist. Ach ja. Wo wäre ich nur ohne den? Vielleicht sollte ich mal einen Tempel für den bauen. So. Ich wünsche, das hätten die jetzt schon fertig. Ja, Eingänge blockiert, aber das ist noch alles in Ordnung. Oh. So, Kamel, schwupp, Magmatit und schon geht sie wieder. Ich wünsche, die würden länger dort sitzen. Was machen die denn bitte, dass wir sofort wieder weggehen? Aber ich glaube, ich habe eine Lösung für das Problem. Ich glaube, ich habe eine Lösung. Warte, wir nehmen uns ein bisschen Eisen. Denn jetzt gehe ich in die Zukunft. Denn ich habe auch hier das Problem gelöst. Durch die Nutzung der Gitterziegel. Ja, ich habe eine Idee. Obwohl, klappt die Idee? Ich könnte mich hier runtergraben. 1000 Grad. Nee. Aber von der Seite hier, wenn ich mich knapp dran anbohre, hier hoch, dadurch, hier hin, knapp dran vorbei, dadurch, wie heiß ist es denn hier? Hier hin? Wir brauchen die Schutzanzüge, das heißt, es müsste dort unten stehen. Hier drin, da dran. Hier. Lohnt es sich mehr, deine Videos oder die Streams zu gucken? Nicht live, sondern nachträglich. Das kannst du machen, wie du willst. Sind die Videos alle ungeschnitten? Achso, deswegen. Videos sind geschnitten. Die Videos sind auf einer halben Stunde geschnitten. Ich schneide die aber nicht zusammen oder so in der Art. Ich nehme den Stream an sich. Schneid kurz. Eigentlich schneide ich fast gar nichts. Das, was ich rausschneide, ist nur, wenn zum Beispiel wenn bei mir das Spiel abgestürzt ist und ich lade ein Safe Game, das zum Beispiel, ja,
das ein paar Zyklen wieder davor ist. Das wäre nämlich, ich glaube, das wäre ein bisschen frustrierend für den Zuschauer, mehr als sonst, wenn die zum Beispiel die letzte halbe Stunde alles umsonst war. Das wäre das Einzige, glaube ich, was ich immer rausschneide. Weil sonst, ja, sonst ist alles eigentlich relativ ungeschnitten, außer in Parts. Also in einer halben Stunde, ups. Also deswegen, das kannst du handeln, wie du willst. Man kann es auch, ich weiß jetzt nicht, wie lange OBS das, nicht OBS, Twitch das hier speichert. Man kann die Streams ja auch hier im VOD noch anschauen. Ich glaube, ich bin nicht Affiliate oder nicht Partner oder sonst irgendwas. Das heißt, das sind, kann ja mal nachschauen. Das kann man ja alles machen. Währenddessen schauen wir uns die Küche an. Wie oft haben wir uns die Küche angeschaut? Layra, wie sie zum Beispiel ist. Wie sie nicht ist. So, ich schau mal kurz rein. Schwupp. Wo haben wir das Twitch? Und ich Stream Manager. Ich gehe einfach mal so auf Twitch drauf. Aber ja, auf YouTube sind sie relativ endlos gespeichert. Den Stream auf Twitch kann man sich noch. Was ist denn das Älteste? Hab schon Lade. Aktuelle Übertragungen. Das Älteste, was ich hier habe, ist 2 Monate alt. Also wenn es legit ist, dann sind die auf Twitch noch 2 Monate da. Oh, ich habe sogar aufgehört, die Streamzahlen draufzuschreiben. Aber ja, hier und auf YouTube geht's noch. So, schwupp. Und wo habe ich das? Modus und OBS wieder her. Und schwupp. So, da kann ich auch mal kurz da drauf schauen. Okay. Ah, da haben wir ja Sneaky Noscope. Der isst natürlich die leckeren Beeren und der Pilze, die wir haben. Und Frankie, der mal Salz nutzt. Och, ich hätte gern wieder die Kuchen. Das waren Zeiten. Die waren nicht immer so. Die Farm hat auch mal funktioniert. Ist dein ältestes Video nicht auch 2 Monate? Auf Twitch nicht. Auf YouTube muss ich mal schauen. Wir schauen uns währenddessen diese Pelztierchen an. Auf YouTube kann ich mal schauen, weil ich habe die nicht sofort immer hochgeladen. So, schwupp. Und YouTube Studios und habe ich das Inhalte. Datum. Oh, tatsächlich. Genau 2 Monate. Rome Total War. Raus in die weite Welt. Tatsächlich, genau 2 Monate. Genau heute. Hey, was für ein Zufall. Ach ja, Rome Total War. Ich werde noch die ganzen, also nicht die ganzen, aber auch ein paar andere Total War Spiele spielen. Das nächste wäre Medieval Total War 2. Da habe ich auch schon Lust drauf. Ja, bin ja heute gut dazugekommen. Ja, was alles so passiert. So, OBS wieder hin und fertig. Super. Oh, ich wünschte endlich mal, die würden das bauen. Das dauert ewig. Währenddessen ist dieser Slickster und der produziert immer mehr Öl. Aber der sieht so knuffig aus. Ah, Rowan 2, natürlich. Und er geht natürlich gleich wieder. Aber das Öl geht gut weg. Genau, ich wollte mal bei der Rakete was schauen. Wir haben hier eine Reichweite von 10. Da kommen gerade ein paar unidentifizierte Objekte. So. Obwohl, wir könnten auch mal was anderes versuchen. Wir könnten mal was anderes versuchen. Ja, die Rakete würde ich mal umbauen.
Und zwar den Nasenkonsus. Tausche ihn ein gegen einen Bohrkegel. Öllimit des Triebwerks erreicht oder überschritten. Leider. Ich will zwar nichts sagen, aber da würde das mit dem Prius was bringen. Wahrscheinlich wegen dem Bauern, nicht wahr? Ich sollte dir mal hochpushen. Das Bauen ist mir gerade wichtig, ja. So, alles auf. Hoch. Das andere ist ja auch nur Lagerung und so weiter. So. Wie weit? Noch weiter. Okay, hier unten ist es. Ich brauche ein anderes Triebwerk dafür, damit ich den Bohrkegel reinsetzen kann. Warte, ich mache die Rakete kleiner. Obwohl, braucht der Bohrkegel Energie? Das wäre schlecht. So, kommen die jetzt alle? Oh, es liegt auch daran. Es sind wieder keine Anzüge. Dann liefern wir noch mal ein paar Anzüge hin. Ich will zwar nichts sagen, aber da würde es... genau, meint er eigentlich die Prius bei den Gebäuden? Was sollte ich mir Aufwand dann braucht? Warte, welche Gebäude? Welche Gebäude denn? Gott, die sind alle kaputt. Ich weiß gerade nicht, welche Gebäude gemeint sind. Die sind schon fertig. Die sind im Hintergrund schon auf höchste Priorität, wenn das gemeint ist. Ja. Aber da kommen sie schon alle. Das heißt, das hat auch was gemacht. Na, das sind Prio 1 bis 9 und dann gelb Alarm diese Prio. So, ja, ja. Genau. Die da meinst du, oder? Ja. Ja, die sind ja oft kritisch, wenn die gemeint sind. Ja. Was hat das? Ich glaube, das war die Turbine. So, die baue ich nicht auf kritisch, sondern nur das im Hintergrund. So, Bella. Oh, der strengt sich so sehr an, der arme Layra. Jetzt schon fast gar keinen Sauerstoff mehr. So hart arbeitet sie hier. Aber es bringt was. Das war auch so eine Notlösung hier. So, ich schaue mir die Rakete wieder an, während die da unten bauen können. Schwupp. Oh Gott. Weltraumschleim. Egal. Der Bohrkegel. Braucht der Strom? Verbrühung ist nicht so wichtig. Ermöglicht es einer Rakete, sich in interstellare Trümmer zu bohren und Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe aus dem Weltraum zu sammeln. Das Triebwerk muss über eine Raketenplattform gebaut werden, muss an der Spitze einer Rakete gebaut werden, mit einem Gas-, Flüssigkeits- oder Feststoff-Frachtmodul gebaut werden, was wir haben, um die entsprechenden Ressourcen zu speichern. Der braucht keinen Strom. Sieht nicht so aus. Ich würde dann die Batterie wegnehmen. Tschüss, Batterie. Dann schauen wir mal, ob wir den Bohrkegel jetzt draufsetzen können. Der macht sneaky einen kleinen Spaziergang zum sandigen Asteroidenfeld. Ich will das Artefakt haben. Ja. Oh, okay.
fertig. Sehr gut. Ersetzen durch Bohrkegel. Da haben wir es auch schon. So, dann setze ich mal alle Anzüge auf eine hohe Prio. Und auch die hier. Ja, und wenn alles weiter unten ist, kannst du das auch alles besser managen. Und dann würde das auch flüssiger gehen. Aber wie du schon gemeint hast, mach erstmal weiter. Und wenn du dann die Zeit hast, nimm dir eine Folge, einen Stream dafür Zeit und geh es in Ruhe an, um Fehler zu vermeiden. Juppdedupp. Das versuche ich dann. Oh, er ist kaputt. Ne, er ist nur verschüttet. Dann können wir den mal wegräumen. Die Rakete möchte ich auch mal befreien. So, kommen die da überhaupt ran? Blei und Plastik, ja, sollten sie. Warte, war da mein Job? Oh Gott. Also, zweimal Erde, sehr schön. Da ist mein Job, das ist ja furchtbar. Also eine Bohrkegel müsste ich dann auch mal höher setzen. Oh, die sind fast fertig. Zumindest mit der oberen Schicht. Die zweite wird ein bisschen komplexer, da brauchen wir sehr viel Eisen. Obwohl die Wärmetauschplatten auch schon sehr teuer sind. Oh Gott, das wird laut. Okay, die beruhigt sich so schon, sehr schön. So, Wasser ist wieder ein bisschen Platz. Was haben wir denn hier? Plastik. Da kann jemand graben. Tierabneigung, Tierzucht gesenkt, empathielos. Es ist Liam. Egal wie sehr sich Liam auch schrubbt, er kann sich nie wirklich sauber fühlen. Wir nehmen Liam. Immer noch Platz für einen. Darf dann mal. Der ist auch nicht langsam, das ist sehr gut. Er darf dann graben. So, was war Frankie nochmal? Auch graben. Wir brauchen sowieso Leute, die graben später. Alle, die besser sind als Camille. So, Frankie. Graben, 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 graben. Schwupp. Und Liam. Schwupp. So, da verhungert jemand. Hä, das geht doch noch. Ah. Es ist Rowan 2 im Rover. Aber das schafft er schon. Der hat schon gerade was gegessen, glaube ich. Okay, wo ist denn der? Nee, hat er nicht. Doch, jetzt hat er. Sehr gut. So, das ist fertig. Dann machen wir es jetzt mal an das untere ran. Das wird nochmal komplexer. So, und die Pumpe ist auch fertig. Erstmal. Das brauchen wir zum Graben später. Ey, das wird was. Schade, ich dachte, in dieser Aufnahme würde ich nicht nur die Anlage unten hinbekommen, sondern auch die Kühle anfangen. Oh, der bricht gleich wieder aus. Sehr schön. Ich habe die Datenbänke vergessen. Ja, ist ja auch was. Aber das ist nicht so schlimm da drin. Das können wir ja jederzeit wieder rausholen. Ist ja kein Vulkan.
Also, die Rakete ist fertig, ein Bohrkegel. Der braucht, glaube ich, Diamant, ja. So, wer bringt die Diamanten? Die arbeiten hier ja noch. Das habe ich ja schon wieder komplett vergessen. Ich wollte die komplette Schicht ja einmal abtragen. Dann breche ich das erstmal ab. Erstmal Stopp damit. Ja, das kann er noch kurz bauen. So. Die sollen sich mal bei dem Zeug da unten konzentrieren. Ich brauche das jetzt nicht, dass sie dort die Erdschichten abtragen. So, Diamant geliefert. Wie viel? 7 Kilo? Ja, damit kommen wir super weit. 800 Kilo Diamant. 200 fehlen sogar noch. Und da kommt da Liam. Er ist leider sehr langsam. Magen aus Stahl. Erbrechend sehr produktiv. So, ich hoffe, er hat 200 Kilo dabei. Hat er. Okay. Okay. Dann können wir das ja auch mal starten. Er hat die Rakete Nahrungsmittel dabei. Fast nichts mehr. Wie viel haben wir draußen? Fast gar nichts mehr. Okay, dann können wir die Mission nicht starten. Schade. Die kann ich leider nicht nehmen. Aber den Drecker dort, der kann weg. Und haben wir noch irgendwo ein Tierchen? Nö. Wir haben aber, glaube ich, die sind alle gestorben. Oder sind die dort? Nö. Schade, wir haben ein paar Pakos gehabt, die sind jetzt leider weg. Der Slixer kann da oben bleiben, das ist egal. Zilien, warum arbeiten die jetzt nicht wieder? Unerreichbarer Grabeort. Ja, weil die geschlossen sind. Oh je, höchste Priorität, dann liegt es an denen, dann ändern wir mal die Prio bei denen. Mal ein bisschen da unten auch arbeiten. Sehr schön, da geht es auch ein bisschen voran. Das habe ich leider nicht bedacht. Nails, magst du nicht hier nach oben gehen? Du hast nämlich kaum Sauerstoff. Jetzt kommt Ersticken, aber er schafft das schon noch. Er muss nur sehr weit. Er muss wirklich sehr weit. Gibt es hier irgendwo einen Schutzraum? Nö. Nails? Ist hier Sauerstoff? Ja, das schafft er bestimmt. Da kann er hin. Wenn er hier rüberspringen könnte. Dann muss er sich nicht umziehen, sondern kann einfach dahin. Schaffst du es? Dieser Duplikant ist glücklich, ein neues Gesicht in der Kolonie zu sehen. Aber das darf doch nicht wahr sein. Okay, der nächste ist weg. Ich glaube, es gibt kaum einen Stream, in dem keiner gestorben ist.
Brauche ich für Nails auch ein Bett? Ein Grab. Oh je. Was nehme ich denn für die? Wäre nicht schick, wenn ich eine Flasche Magma haben könnte und sie dann auf dem Podest ausstellen kann. Ich weiß aber nicht, ob die Magma dann irgendwie alles erhitzt oder nicht. Ich glaube ja schon. Ja, das Fleisch ist, da verliert auch die Temperatur, deswegen geht das nicht. Schade eigentlich. Wir finden noch irgendwo mal einen Platz für die. Da drin zum Beispiel, aber erstmal können sie dort liegen bleiben. So, zur Rakete. Stimmt, Nahrung. Nahrung, 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 Nahrung. Die bricht jetzt etwas zusammen, ja. Wegen den Pilzen. Was ist eigentlich aus deiner Basis passiert, wo man überall, wenn auch kaum atmen kann? Jetzt kann ja gefühlt nirgendwo mehr atmen, wenn man so geradezu guckt. Jeder trägt überall Raumanzüge. Das liegt daran, dass sich die Basis eigentlich hauptsächlich nur erweitert hat. Ursprünglich hat sie es ja hier abgespielt. In dem Bereich hier. Vielleicht ein bisschen dort oben. Das Problem ist jetzt nur, die Raumanzüge verlassen einmal auch nach unten. In sozusagen den Industriebereich, außer die Schmieden. Hauptsächlich früher wegen der Hitze. Und eigentlich, weil es dann hier einfach nur nach unten geht, zum ganzen Öl und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich meistens normal, weil auch die Generatoren hier sind. Da arbeiten zwar die Pumpen dagegen, aber das schaffen sie eigentlich fast gar nicht mehr. Obwohl, sie haben es ein bisschen zurückgedrängt. Also eigentlich schaffen sie schon. Was noch? Das hier links war eigentlich immer zu. Da habe ich immer gesagt, dass ich den Bereich gerne hätte. Ich konnte ihn aber nicht haben, weil er so 300, 400, 500 Grad heiß war. Das war der Bereich hier. Den habe ich ausgegraben. Mit den Anzügen hier. Ist leider schief gegangen, weil ich nicht aufgepasst habe. Und außer, dass ich eine Dampfblase angegraben habe. Ja, und dann ist der gesamte Phosphor verdampft. Ein bisschen geschmolzen. Ja, bis hier hoch. Das oben ist, geht im Weltraumbereich. Der ist sowieso immer zu. Deswegen da die Anzüge. Aber so richtig zu ist es nicht. Doch, hier oben. Mit anderen Worten, die Basis ist schon atembar. Das sind hier die Wohnbereiche. Mit der Küche. Und der Farm. Bis hier unten zur Sauerstoffproduktion, die habe ich einfach nur erweitert. Bis zur unteren Farm und bis zu den Anzügen. Das heißt, eigentlich der Lebensbereich ist schon gut mit Sauerstoff versorgt. Wir haben einfach nur mehr Platz und haben uns ein bisschen ausgedehnt. Sonst ist das eigentlich in Ordnung. Die Wege sind noch relativ lang und deswegen... Ja, eigentlich müsste ich Plastikleitern hinstellen. Schau ich mal, haben wir denn Plastikleitern? Gibt es die überhaupt noch? Ja, doch, gibt's noch. Vielleicht mache ich das mal. Das sind nämlich Laufgeschwindigkeit 20% und die sind gar nicht so viel. Obwohl 20%, aber es lohnt sich wahrscheinlich schon über die Zeit. Die dürfen halt nur nicht schmelzen. So. Also ist es sogar eine Verbesserung zu deiner Basis in der dritten Folge? Im Grunde ja. Wir haben... Was heißt im Grunde? Wir haben ja einige, viel mehr Räume dazu bekommen. Die Toilette wurde verbessert. Wir haben jetzt sogar zwei Toiletten. Deren Ausgangsrohr voll ist.
Warum ist das Ausgangsrohr voll? Eigentlich sollte das dann hier abfließen, wenn das doch voll ist. Was war denn? Ach, wegen dem Strom. Im Sinne von Sauerstoff. Ja. Sauerstoff haben wir gut hinbekommen. Wir haben es sogar noch erweitert. Wir haben jetzt zwei getrennte, die zwar zusammen hier liegen, aber wir haben einmal Sauerstoff für die Basis allgemein, also für die verschiedenen Bereiche. Und einmal Sauerstoff nur für die Anzüge selber. Und die Rakete wahrscheinlich auch noch. Und das Ding da hinten. Genau. Wir haben das mit dem Sauerstoff ganz gut hinbekommen. War falsch formuliert. Man sieht ja sehr gut, dass ihr gut vorankommt. Vielleicht komme ich gut voran. Ja.